Wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht. Mein Name ist Lorenz Kupfer, ich bin Industry Advisor für Hochschulen und wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir so ein bisschen ein Austauschformat etablieren von Lehrende für Lehrende, von Dozentinnen für Dozentinnen. Und heute ist wirklich unsere Weltpremiere und ich darf Professor Dr. Erik Schob bei mir begrüßen, den Sie bereits sehen. Und ich würde ganz gern, bevor ich den Herrn Professor Schob auf die virtuelle Bühne hebe, noch kurz so ein paar Housekeeping Rules und so ein paar Rahmenbedingungen noch mal kurz klären bzw. kommunizieren und dann starten wir. Nächste Folie. Genau, also für uns ist natürlich das ganze Thema Barrierefreiheit, Inklusion super wichtig. Wenn Sie es wünschen, können Sie natürlich jederzeit Untertitel einschalten in der von Ihnen gewünschten Sprache, die Sie unten sehen mit diesem kleinen CC-Symbol, Closed Captions. Können Sie jederzeit in die Sprache wechseln und einen Untertitel hinzufügen. Nächste Folie. Und natürlich haben wir wie immer bei diesen Webinaren die Möglichkeit für Sie in dem Q&A-Modul, also Fragen- und Antworten-Modul, Fragen zu stellen. Sie können sie jederzeit im Chat entweder anonym oder mit Ihrem Namen versehen hinein posten und ich werde dann versuchen, entweder sie gleich direkt zu beantworten oder ich denke mir, dass es auch gut Platz hat in die Konversation. Dann nehme ich Sie mit zu dem Herrn Schob und wir werden Sie vermutlich am Ende seines Vortrags zur Diskussion stellen und beantworten. Nächste Folie bitte. Genau, das Thema Datenschutz ist super wichtig. Wenn Sie in diesem Webinar teilnehmen, kann Ihr Name, zum Beispiel, wenn Sie, wie gesagt, gerade eine Frage stellen und Sie haben nicht die Frage anonym gestellt, sondern mit Ihrem Namen hinterlegt, dann kann es sein, dass der Name möglicherweise für andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer sichtbar ist. Wenn Sie anonym bleiben möchten, und das ist super möglich, dann nutzen Sie einfach die Q&A-Funktion, ohne einen Namen zu hinterlegen. Und Bild und Ton dieses Events werden aufgezeichnet. Und wenn Sie damit nicht einverstanden sind, müssten wir Sie bitten, an der Stelle die Session zu verlassen. Nächste Folie. Das war's mit den Ah, Folien. das war's mit der Folie. Dann mache ich es an der Stelle nochmal gut. Kein Problem. Dann wollte ich jetzt an der Stelle den heutigen Referenten nochmal virtuell auf die große Bühne heben. Also es ist mir eine Ehre, heute bei dieser Weltpremiere für dieses neue Lehrpraxisformat Herrn Professor Dr. Erik Schob zu präsentieren. Herr Schob hat an der Universität Bamberg, an der Universität Heidelberg studiert. Jetzt bringe ich die Reihenfolge schon nicht mehr zustande. Dann an der Universität Bamberg promoviert und habilitiert zum Doktor Rerum Politicarum an der Universität Würzburg und hat sich dann eine Professur hat dann eine Professur erworben an der Technischen Universität Dresden für das Thema Wirtschaftsinformatik, insbesondere Informationsmanagement. Und für mich super spannendes Thema heute, was wir mit ihm haben, nämlich das Thema Lehrpraxis, interaktive Lernarrangements von Präsenz bis Online im Hybrid Flipped Classroom. Und ich freue mich, Herr Schob, auf den Vortrag. Und wie gesagt, ich bin nebendran dabei, die Fragen zu sondieren. Und wir werden den Fragenteil dann ans Ende schieben. Ja, vielen Dank, Herr Kupfer. Ich übernehme dann mit Ja, Bildschirm teilen. Dann genau. jetzt müssten Sie meinen Bildschirm sehen. Genau, sehe ich. Und wir könnten dann starten. Ja, ich begrüße alle Online-Teilnehmenden. Wir haben jetzt hier die für einen Hochschullehrer seit 2 Jahren gewohnte, die Standardsituation, Weltpremiere hin oder her. Ich fühle mich enorm gebauchpinselt hier heute. Vielen Dank nochmal, Herr Kupfer, für diese dramatische Einführung. Aber die Situation jetzt ist, man spricht ins Off, man spricht ins Leere. Ja? Jeder hofft, dass da auf der anderen Seite irgendwelche Zuhörer sitzen, die hochgespannt einem lauschen.
Aber natürlich geht im virtuellen Raum all das, was wir aus der Kommunikationserfahrung, aus unserer Sozialisation als gesellschaftliche Wesen erlebt haben, bis dato, das geht völlig verloren. Also irgendwelches Feedback, Fragezeichen in den Augen irritierter Zuhörer, die irgendeinen Begriff nicht verstanden haben oder Kopfschütteln oder wegdrehen, gähnen aus Langeweile. Also die ganze nonverbale oder auch paraverbale Kommunikation ist doch deutlich eingeschränkt. Wir Wissenschaftler haben dafür natürlich auch eine Theorie, die Media Richness Theory. Und so schön auch alle Videokonferenzanlagen sind, so ganz können sie die Realität nicht ersetzen. Ich spreche jetzt einfach in das Off. Wenn irgendetwas völlig unklar sein sollte, bitte ich alle Teilnehmenden dann unmittelbar individuell mit Herrn Kupfer über den Chat Kontakt aufzunehmen. Und Herr Kupfer, wenn irgendwas hängt, klemmt, nicht sichtbar ist, sprechen Sie mich bitte an, da ich ja nebenbei den Chat und die Umgebung nicht sehe. Ich bin an meinem kleinen Laptop, weil ich nur noch mobil arbeite seit 2 Jahren und habe keinen zweiten Bildschirm, wo man alles Mögliche hin und her schieben könnte. Das Thema wurde schon angekündigt, von Präsenz bis Online im Hybrid Flipped Classroom. Ja, wieder mal so ein typisches akademisches Wortgebastel. Ich versuche mal in den nächsten 40, 45 Minuten da ein bisschen Licht in das Dunkel zu bringen. So, was ist, damit möchte ich beginnen, meine Perspektive auf das Thema E-Learning. Nehmen wir mal den Pointer noch zur Hilfe. Fangen wir hiermit an. Wir müssen umdenken. Universities, think about what jobs your students can get if they follow your courses. 2008, also schon vor Urzeiten, von Coyne so formuliert. Sehr provokativ. Also, was bieten wir eigentlich und was kommt da hinten am Ende raus? Hier von Perez Zapata und Co-Autoren 2015, die Beschreibung dessen, was auf unsere Absolventen der Hochschullehre wartet, wenn die dann mal als Graduierte da draußen auf dem Arbeitsmarkt aufschlagen. Was sollen die mitbringen? Da draußen finden noch enorme Umwälzungen in der VUCA-Welt statt. Ja, Virtualität, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, Volatility, das V, am Anfang auch noch verstärkt. Ja, wir haben den Wechsel von der handwerklichen Tätigkeit zur Wissensarbeit. Große geografische Distanzen werden überbrückt. Das Arbeiten von zu Hause oder jetzt mobil oder in sogenannten Coworking Spaces, hybriden Arbeitsumgebungen mit der Integration verschiedener physischer und online virtueller Arbeitsräume. Das ist doch das Gebot der Stunde. Traditionelle vertikale Hierarchien haben sich aufgelöst. Selbstorganisierende Teams, flache Hierarchien sind der Standard. Und der Nomadic Worker, das heißt also die Ich-AG, der Wissensarbeiter, der letztendlich die Bezüge, die Loyalität und die Abhängigkeiten völlig neu definiert zwischen Unternehmen, zwischen organisationalem Rahmen und dem einzelnen Arbeitenden. Dann haben wir natürlich auch noch die Herausforderung, das ist mit dem Umdenken gemeint. Welche Skills, welche Kompetenzen müssen wir denn in der Hochschullehre entwickeln, damit unsere Absolventen auf diesen so vorgezeichneten Arbeitsmarkt auftreffen und bestmöglich präpariert sind? Reichen da noch die verstaubten Theorien der letzten Jahrhunderte? Reicht da der Elfenbeinturm? Reicht reine Akademia? Was sind denn die 21st Century Skills? Das ist also hier gemeint. Die Bologna-Perspektive, der Bologna-Prozess, Riesenhype vor über 30 Jahren, ins Leben gerufen in Bologna, einer der ältesten europäischen Universitäten, Petitionsstätte, brachte ja einen Paradigmenwechsel. Statt der Ich-Zentriertheit, der Inhaltszentriertheit, der Lehrerzentriertheit sind wir jetzt, sollen wir jetzt Studierendenzentriert lehren. Outcome-Orientierung als das Gebot der Stunde in den letzten 30 Jahren. Und das ist die Grundlage. Und Kompetenzen lassen sich, wie wir hier anhand der Bloom'schen Taxonomie sehen, lassen sich staffeln. Also auf der untersten Ebene
ich habe da mal was gehört und kann mich dran erinnern, so ganz dunkel. Die nächsthöhere Kompetenz, ich habe sogar verstanden, was ich da mal gehört habe. Noch eine Stufe drüber, Application, Use Information in New Situations. Also ich habe es geübt. Ich kann es anwenden, was ich gehört und verstanden habe. Und dann kommen wir in die höheren Weihen. Analysekompetenz, Bezüge, Querbezüge herstellen zu können, Kontexte zu identifizieren, evaluieren, das heißt also eine Position einnehmen, bewerten. Wissenschaft ist ja auch immer die Suche nach der Wahrheit. Wo steckt die Wahrheit? Wie interpretiere ich diese Wahrheit? Und dann die oberste Ebene dieser Pyramide. Wie kann ich das Ganze eigentlich aus der isolierten Situation, der Lernsituation, in der ich diese Kompetenz irgendwann einmal in einer innovativen Hochschulveranstaltung erworben habe, wie kann ich denn das alles erinnern und übertragen auf eine völlig anders geartete Problemsituation am Arbeitsplatz? Das ist das, was in der Pädagogik mit der Problematik des Transfers sogenannten trägen Wissens beschrieben wird. Unser Wissen ist relativ träge. Es klebt so ein bisschen an der Umgebung. Auch unser Gedächtnis arbeitet umgebungskontextorientiert. Ich erinnere mich an bestimmte Theorien, Modelle, Verfahren, Methoden. Am besten, wenn ich an der Stelle sitze, an dem Tisch sitze, in dem Hörsaal bin, wo ich das erste Mal gehört und verstanden und geübt habe. Aber wir arbeiten ja nicht unser Leben lang im Hörsaal. Das heißt also, Umdenken, Outcome-Orientierung. Wie kriegen wir träges Wissen verflüssigt? Und wie können wir also Lernsituationen anpassen an die spätere Anwendungssituation? Je situativer wir diese beiden getrennten Räume zusammenbringen, desto eher gelingt erfolgreich dieser Wissenstransfer. Wo komme ich her? Ja, Sie haben es vorhin im Lebenslauf gehört, Heidelberg, Bamberg, Würzburg. Ich fange mal an mit den letzten Jahren, den intensiveren Forschungsjahren in Würzburg. Da habe ich mich der sogenannten Hypertext-Forschung gewidmet, bin auch damit dann nach Dresden gekommen, 1993. Wir haben uns dann an meiner Professur im Team in der zweiten Hälfte der 90er Jahre speziell der technischen Untersetzung von verteilten Hypertexten gewidmet. SGML als Dokumentenstandard, Metadatenstandard, ab 2000 dann XML, die Extensible Markup Language, Content Management Systeme, sind weitergegangen mit der Thematik dann bis 2005 etwa computerunterstützte kooperative oder Gruppenarbeit, CSCW, Teamunterstützung. Plattformen waren damals Lotus Notes und die internetbasierten Nachfolgeprodukte. Und dann kam, ich mache einen kleinen Sprung, in den nächsten 10 Jahren das Thema Wissen, Wissensarbeit, Senken von Barrieren, Verhaltensbarrieren, Kommunikationsbarrieren bei Personen, Arbeitsgruppen. Wie kann man mit Managementmaßnahmen, ich komme ja aus der Wirtschaftswissenschaft, letztendlich Organisationen zu lernenden Organisationen entwickeln. Eine ganz große Rolle spielt hier die Kollaboration, wiederum die Teamarbeit, das Zusammenwirken mit Hilfe jetzt in dem Zeitfenster von Social Software. Und in den letzten 5, 7 Jahren mittlerweile kehren wir wieder so ein bisschen back to the roots, an den Kern der Wirtschaftsinformatik zurück. Wir haben Plattformen. Wir interagieren auf Plattformen. Wir haben dort auch Interaktionsspuren und die können wir auch analysieren, die können wir interpretieren. Wir können also auch datengetriebene Entscheidungsvorbereitung implementieren. Also ich habe hier ein Stichwort Conversational Agents, Chatbots geschrieben, die wir dann auch zur Unterstützung der notwendigen Rolle des Lehrenden, nämlich Feedback zu geben gegenüber den Studierenden, das Ganze dann eben auch auf einen höheren datenunterstützten Level zu heben und teilzuautomatisieren, um Rationalisierung und Qualitätsverbesserung zu bewirken. Das ist so ein bisschen die Agenda, ein Zickzackkurs zwischen Wirtschaftsinformatik im informatiknahen Bereich, im wirtschaftsnahen Bereich und immer dahinter die Brille und das Interesse des Forschenden.
Und was beforsche ich? Ich beforsche als Wirtschaftsinformatiker die digitale Transformation. Im Allgemeinen die Wissensarbeit in Organisationen, in Unternehmen und im Besonderen das Abbild der Wissensarbeit in meiner Organisation, in der Universität. Also Higher Education, Lehren und Lernen oder Lernen und Lehren oder Lernen und Lernbegleitung an der Hochschule und im lebenslangen Lernen. Und diese digitale Transformation, ich habe hier ein Gebäude hingemalt über drei zentrale Themenschwerpunkte, die wir übrigens auch in englischer Sprache dann, um international anschlussfähig zu sein, die wir dann hier in Englisch anbieten. Das sind Module qua Bologna-Vorgaben, jeweils mit 5 ECTS bestückt. Und diese Module auf Master- oder Diplom-Hauptstudienebene, wir haben beide Studienformate in Sachsen parallel. Diese Module sind auch das, worüber ich heute sprechen möchte, wie wir diese in der täglichen Lehrpraxis umsetzen. Und mein Forschungsinteresse liegt eben insbesondere daran, wie kann ich traditionelles Lernbegleiten oder auch dieses traditionelle Verständnis, ich lehre, ich erzähle, was ich weiß und gehe davon aus, es kommt bei den Zuhörern an. Wie kann ich das weiterentwickeln? Welchen Einfluss hat die Digitalisierung genommen und wie können wir das weiter treiben, weiter verbessern? Das ist sozusagen der Interessensschwerpunkt in Forschung und Lehre. Wir halten unserer eigenen Lehraktivität also sozusagen als Forscher den Spiegel vor. Wir nennen das Ganze dann Action Research, Aktionsforschung, Entwurfsforschung und wir iterieren Lösungen, evaluieren diese Lösungen, verändern sie, beobachten erneut und schauen, wie unser Labor, wie unser Organisationslabor, kollaborative Wissensarbeit, wie das sich bei veränderten Konstellationen, Rahmenbedingungen verhält und entwickelt. Ja, ich habe es schon angesprochen, im E-Learning hat ein Paradigmenwechsel, zumindest in meiner Lehre, an meiner Professur, in meinem Forschungsteam stattgefunden. Von der Inhaltszentrierung zur Prozessorientierung. Learning Content, das sind alte Förderprojekte bis 2001, 2004, also Steinzeit, Vergangenheit, da stand der Inhalt, Multimedia, also das bunte Online-Blätterbuch, Web-Based Training im Vordergrund. Wie entwickle ich Inhalte, verwende Instruktionsdesign, um hier didaktisch akkurat Inhalte, Inhaltskonstellationen und Folgen und Vernetzungen und Verknüpfungen auf entsprechenden Lernmanagementsystemen oder Lern-Content-Management-Systemen abzubilden. Sind aber dann zu der Erkenntnis gekommen, dass das in eine Sackgasse führt und Bologna eigentlich was anderes meint, nämlich die Fokussierung auf den Outcome, auf den Lernprozess selbst. Wir haben dann in einer ersten von mittlerweile 6 Dissertationen zu der Thematik VCL entwickelt, Virtual Collaborative Learning, also das Lernen in Gruppen. Und da werde ich heute dann auch drüber sprechen. Und zwar in diesem Fallbeispiel, was ich schon mal berichtet habe, was jetzt heute nicht in meinem Fokus steht, komplett online stattfindende Gruppenlernprozesse, Fallstudienarbeit in überwiegend sogar international gemischten Lerngruppen. Das wäre nochmal ein neues Thema, will ich im Detail nicht weiter behandeln. Aber in diesem Fokus entstand eben auch ein sehr, sehr starkes Beforschen der Rolle von Lehrenden, die sich in ihrem eigenen Lehrverständnis wegbewegt haben, wegbewegen müssen vom Erzähler, vom Vorleser hin zum Lernprozessbegleiter, zum Zuhörer, Moderator, der Feedback gibt, der auf Fragen reagiert und der nicht aktiv die Lernenden zuschüttet. Das ist das, was wir hier mit der Qualifizierung von E-Tutoren oder Learning Community Manager beschreiben. Diese Learning Community Manager müssen also sehr viele Kompetenzen mitbringen, die sie später 1:1 in Unternehmen fit machen. Denn Corporate Communities und Corporate Community Manager, die sind im Moment sehr gefragt und da gibt es auch überhaupt keine Ausbildungsgänge dazu.
Dadurch, dass wir unsere Lehre seit vielen Jahren in diesem gesamten VCL und auch in dem heutigen Themenkomplex des Flipped Classroom sehr stark auf Community-Arbeit aufsetzen, dadurch haben wir sehr viel Erfahrung, wir haben Daten, wir haben Labore, unsere Lehre läuft auf Plattform Microsoft Teams seit 2019 ab. Und wir können daher, das ist dann der letzte Punkt, auch Datenanalyse betreiben. Wir können also Entscheidungsunterstützung für das Geben von Feedback entwickeln, Indikatoren aufbauen, Dashboards bereitstellen, Chatbots installieren. Das ist sozusagen der Paradigmenwechsel vom Inhalt zum Prozess. Ja. Jetzt aber zum heutigen Thema, die Präsenzlehre, ganz klassische analoge Hochschullehre, zurück zur Kreidezeit, keineswegs. Digitalisierung der Präsenzlehre im Zeitverlauf, also vom E-Learning zum Hybrid Learning. Am Anfang steht der Begriff des E-Learning um die Jahrtausendwende. Das Internet ist stabil, es ist verfügbar und da kann man jetzt weitgehend inhalts- und lehrerzentriert digitalisierte Materialien, Videos, Multimedia, Animationen, Kurse bereitstellen, SCORM-Inhalte und ähnliches mehr. Auch Aufzeichnungen von Lehrveranstaltungen, von Vorträgen, sogenannte E-Lectures. Aber das ist alles content-zentriert. Das ist klassische Bereitstellung von Lerninhalten für das individuelle, selbstgesteuerte Online-Studium. Blended Learning führt nun die klassische Präsenzlehre zusammen mit digitalen Komponenten und macht sozusagen das Best of Both Worlds. Das heißt, hier findet eine Kombination zweier unterschiedlicher Lernräume statt. Ein Nebeneinander, mal online, mal individuell, mal vor Ort im Kontakt. Noch stärker wird diese Blended Learning Kombination verdeutlicht im klassischen Flipped Classroom Ansatz als Sonderform. Nämlich hier wird aus didaktischer Sicht eine neue Sequenzierung einzelner Aktivitäten innerhalb des umfassenden Lernprozesses angestrebt. Das heißt, Erwerb basalen Wissens erfolgt individuell online, während die Wissensvertiefung, die Wissensverfestigung, das Verstehen, das Üben, das darüber reflektieren, erinnern Sie sich an die Pyramide, gemeinsam am besten in Präsenz, in präsenter Interaktion, am runden Tisch in der Gruppe erfolgen soll. Ja, und dann, hier habe ich jetzt mal das Jahr 2022, streng genommen 21, 22 haben wir das dann begonnen umzusetzen. Wir durften wieder raus aus dem Homeoffice. Wir konnten wieder mit größeren Gruppenzahlen, mit genügend Abstand, Hygienemaßnahmen in die Hörsäle zurück. Und da der Flipped Classroom als Blended Learning Spezialisierung ja auch auf die Präsenzräume setzt, können wir jetzt also den Flipped Classroom, den wir seit 2014 in den vorhin aufgezeigten Modulen Knowledge Management, Corporate Communication und Community Management schon aufgesetzt hatten, wieder aufgreifen. Aber das Lernarrangement ist komplexer geworden. Die Studenten kommen freiwillig gar nicht mehr zurück in den Hörsaal. Die wollen gar nicht mehr, die können gar nicht mehr, die wohnen gar nicht mehr in Dresden. Die haben Präsenzen, die Strukturen haben sich geändert. Das heißt, wir hybridisieren. Das Blended Learning Modell, der Flipped Classroom wird beibehalten, aber jetzt kommt sozusagen eine zeitlich-räumliche Parallelität als neue Ermöglichung dazu. Wir verstehen unter Hybridisierung sowohl der reale Raum als auch der virtuelle Raum gleichzeitig in sinnvollen Anwendungsabschnitten, das miteinander zu kombinieren. Klingt trivial, ist es nicht ganz so in der Umsetzung. Darauf möchte ich im weiteren Verlauf zu sprechen kommen. Kurz nochmal zu dem Flipped Classroom als didaktisches Grundkonzept. Das kennen viele noch aus eigener Erfahrung, so sie in einem typischen Massenstudium begonnen haben. Das ist unser Audimax. Wir haben über 1000 Teilnehmer aus verschiedensten Fakultäten in der Grundlagenlehrveranstaltung, Buchführung, Kostenrechnung, irgendwelche Basaltechniken. Wenn alles schweigt und einer spricht, dann nennt man dieses Unterricht. Ob die, die schweigen, auch zuhören,
Ob die dann hinterher etwas mitgenommen haben, ob sie es auch verstanden haben, bleibt offen. Häufig ist die Situation im Nachgang dann die, man wälzt ein paar Bücher, man liest nach, geht in die Bibliothek und grübelt und versucht zu begreifen, was man am Vormittag nur an sich hat vorbeirauschen lassen. Jetzt flippen wir diese zwei traditionellen Lernphasen der Wissensvermittlung und der Wissensvertiefung durch Digitalisierung. Die Wissensvermittlung, die kann auch individuell online über Aufzeichnungen von Präsentationen, über Vorkonfigurationen von Webinhalten, interaktive Lerngänge und Ähnliches bereitgestellt werden. Das sind Basiskonzepte, die kann ich mir selbst aneignen. Unterste Ebene, ich kenne das. Wenn es gut gemacht ist, habe ich es auch verstanden. Das Üben und dann das darüber reflektieren, evaluieren bis hin zum Kreieren neuer Situationen findet nach wie vor dann am besten im realen Raum am, hier ist der Tisch eckig, wir sprechen immer vom runden Tisch in kleinen Gruppen statt. Da steht kein Lehrender mehr vorne und doziert, der steht daneben und hört zu und berät. Wir sprechen also hier links von E-Lectures für die Wissensvermittlung und rechts haben wir die Gruppenarbeit zur Wissensvertiefung. Das Ganze jetzt an einem realen Beispiel, mein Mastermodul Knowledge Management, seit 2014 als Flip Classroom organisiert mit bis zu 80 Teilnehmern. Wir haben vorab, stellen wir Grundkonzepte in Vorlesungsaufzeichnungen, in E-Lectures fest, bereit. 90 Minuten in kleinere Häppchen aufgeteilt, daher sind das hier 14 E-Lectures, Kontext mit Konzepte, Modelle von Knowledge Management. Die E-Lecture hat also hier so einen Videoausschnitt, damit die Authentizität des Referierenden, die Persönlichkeit, auch ein Teil der Mimik, der paraverbalen, der nonverbalen Kommunikation im Sinne der Verlässlichkeit, Glaubwürdigkeit mittransferiert wird. Dann haben wir dazu Folienübersichten und wir haben die Folie selbst, die besprochen wird. Ich gehe später nochmal auf dieses Tool ein, aber ich denke, die meisten von uns kennen das. Ja, und dann haben wir nach dieser Vorbereitung für das Selbststudium das Seminar. Das ist hier anhand eines bekannten Modells des Wissensmanagements in 6 inhaltstragende Komplexe aufgeteilt. Also die Identifikation, der Erwerb, die Entwicklung, Teilung, Nutzung und Bewahrung von Wissen zielorientiert folgen und das Ganze wird noch bewertet. Also bieten sich hier 6 voneinander isolierbare Seminarthemen an. Soweit nichts Besonderes. Dazu kommen jetzt noch, wir sind ja in einer Universität, Perspektiven aus der Forschung, also Research Paper, werden jetzt noch zugeordnet und das Ganze wird von Seminargruppen vorbereitet und präsentiert und moderiert und diskutiert. Hier gibt es also dann noch im Wissensmanagement einmal eher die Kodifizierung oder eher die Personifizierungsstrategie, also verschiedene Perspektiven. Das können also 2 Gruppen dann auch zum selben Themenblock gemeinsam machen. Und das Ganze wird noch durch Methodenübungen durch einen Mitarbeiter ergänzt. Wir haben also den Wissenserwerb über die E-Lectures individuell im Vorfeld. Das Seminar dient der Wissensvertiefung und die Methodenübungen der Wissensanwendung. Ja, soweit der klassische Flip Classroom. Damit sind wir 6 Jahre bis zum 13. März 2020 eigentlich so ganz gut gefahren und wir wollten dann im April 2020 das Ganze wieder aufsetzen. 13. März, Stichtag, Lockdown. Komplett ohne Vorbereitung standen die meisten Kollegen erstmal ja, vor der Frage, wie geht es überhaupt weiter? Und für uns war es relativ einfach, das Grundmaterial dieser und auch unserer anderen Module. Seit 2007 habe ich alle meine Lehrangebote, alle meine Vorlesungen digital aufgezeichnet, stelle die immer wieder periodisch aktualisiert bereit. In dem Hauptstudiums- oder Masterangebot mache ich deshalb auch gar keine Vorlesung mehr. Wo kommt die Vorlesung eigentlich her? Das war doch vor 800 Jahren der Pfarrer in der Kirche, der das einzige Buch, was es gab in der Gemeinde, die Bibel in lateinischer Sprache lesen und weil er Latein konnte, verstehen konnte und hat das Ganze dann interpretierend vorgelesen.
Ja, meine Studenten können mittlerweile lesen. Ich spreche auch kein Latein mehr. Das heißt also, wir sind doch auf einer ganz anderen Ebene. Also Vorlesungen finden gar nicht mehr statt, weil wir schon seit 2007 haben wir das Zug um Zug umgesetzt. 2014 Flipped Classroom. Also die Vorlesung war digital, die war da. Ich hätte mich eigentlich zurücksetzen können, wie die meisten Schullehrer das auch gemacht haben. Da ist ja auch viel passiert, die auch unvorbereitet waren, und lass es dann laufen. Aber natürlich will man Feedback geben, natürlich will man Kompetenzen entwickeln, will in Dialog mit den Studierenden treten, auch wenn die jetzt irgendwo virtuell zu Hause sitzen. Und so haben wir dann eben aus der Not die Tugend gemacht und haben zunächst mal die eigentlich zeitsynchronen Präsenzseminare zwangsläufig über Microsoft Teams als 90-minütige Videokonferenzen eingesteuert und kamen damit einigermaßen über die Runden. Das war 2020. 2021 im Herbst hat sich mal ein kurzes Experimentierfenster geöffnet gehabt bis Ende November, wo wir dann schon mal wieder in die Hörsäle zurück konnten. Und dort begann dann die Hybridisierung, die wir dann im Frühjahr 22, im Sommersemester 22 vollständig umsetzen konnten und was wir auch im Moment und in hoffentlich in Zukunft dann auch so weiter betreiben können, also die hybride Umsetzung. Also, wie gestalten wir dieses eben schon im Detail vorgestellte Flipped Classroom Arrangement hybrid? Es ist ein Modul, das über das ganze Semester läuft, 5 ECTS-Punkte beinhaltet, das heißt pro teilnehmenden Student eine Arbeitsbelastung, eine Workload von insgesamt inklusive Prüfungsvorbereitung, Prüfungsteilnahme, Seminarvorträgen, Literaturlesen, Kontakt- und Selbststudium, 150 Stunden pro Person, das sind 5 ECTS. Ganz normales Standardmodul. In der Legende oben sehen wir weiter eine Stunde pro Woche Anteil an Vorlesungen, digitale Vorlesungen, die bereitgestellt werden. Eine Stunde Seminar oder wie wir es hier unten sehen, alle 14 Tage eine Doppelstunde, 90 Minuten, organisatorisch einfacher zu bewältigen als Seminarblock. Und dann gibt es noch eine Stunde Übungen, auch 14-tägig in die Lücken gepasst. Und die tutorielle Begleitung habe ich erstmal außen vor gelassen. Also das hier sind jetzt die grauen Übungen und hier haben wir die E-Lectures. Hier sind wir beim traditionellen 2014er Modell des Flipped Classrooms. Wie hybridisieren wir jetzt? Sehr einfach, indem wir die Vorträge im realen Raum durch Microsoft Teams, so wie jetzt im Moment auch, hindurchsprechen und damit den nicht präsenten Studierenden ermöglichen, ganz normal wie Sie jetzt auch, der Veranstaltung beizuwohnen. Allerdings mit ein paar Besonderheiten. Meine Intention ist es, die Studierenden zu motivieren, den Mehrwert des realen Lernraums zu sehen, neugierig zu werden und dann sich halt doch mal wieder zurückzutrauen in die Uni. Keine 30% sind derzeit willens oder zeitlich, räumlich, organisatorisch in der Lage, wieder zurückzukehren. Das muss sich ändern, meines Erachtens, trotz aller Digitalisierungseuphorie. Also biete ich beide Welten an und erzwinge eine Mindestpräsenz, nämlich die jeweils vortragende Seminargruppe und die diese Gruppe moderierende, co-referierende Seminargruppe, die sind vor Ort. Der Rest kann, wenn er will, vor Ort gehen, darf aber auch online bleiben. Und da jede 14 Tage ein neues Seminarthema, 1, 2, 3, 4, 5, 6, besprochen wird, haben wir jedes Mal eine andere Präsentations- und im Wechsel auch eine andere Co-Moderationsgruppe. Und wir haben mitlaufende Teilprüfungsleistungen, die sich dann wie ein Portfolio am Ende mit der mündlichen Abschlussprüfung, ich lehne Klausuren, Bulimie-Lernen, Auswendig-Lernen ab, zumindest in den höheren akademischen Jahren, haben wir ein einstündiges akademisches Streitgespräch, eine Dreiergruppe, Protokollant und ich, und erarbeiten uns ganz offen im Diskurs irgendwie die Problematik aus dem Modul. Das funktioniert so eigentlich ganz gut. Das heißt, wir haben immer ein Setting, in dem wir mindestens zwei Gruppen, so etwa 10, 12 Studierende, die man an zwei, drei runde Tische auch platzieren kann, vor Ort. Der Rest wird online zugeschaltet und sollte möglichst keine Nachteile erleiden.
Kommen wir nochmal zurück zu der Taxonomie. Wir haben hier unten auf den ersten zwei Ebenen die E-Lectures, die hoffentlich verständlich genug sind, dass wir also diese Kompetenzebene erreichen. Die begleitenden 14-tägigen Übungen dienen der Methodenvertiefung, Methodenkompetenz der Anwendung. Erfolgen teilweise online, teilweise komplett im Raum. Und der Rest, den müssen die Seminare abdecken. Wie gestalten wir jetzt die 90 Minuten Seminareinheit? 30 Minuten dienen der Konzeptualisierung dessen, was an Basiskonzepten, Basisinhalten über die bereitgestellten E-Lectures vorliegt, was jeder sich individuell und die vortragende Gruppe im Besonderen zu ihrem Thema angeschaut haben. Sie bilden eine Concept-Map, sowas ähnlich wie eine Mindmap, ich komme gleich drauf zu sprechen, stellen das zur Diskussion. So haben wir unser heutiges Thema verstanden. Dann ordnen Sie gegebene Forschungsbeiträge, Research Paper zu, um einen gewissen Forschungstouch und auch eine Forschungsmethodik beisteuern zu können. Und last but not least nutzen wir dann die Präsenz oder das sich in Gruppen im Seminarcharakter zusammenfinden, um Gruppenarbeit mit Hilfe bestimmter moderierender Methoden durchzuführen, sodass sich sozusagen durch die Blume den Studierenden in der Organisation ihrer kleinen 30-minütigen Gruppenarbeiten auch noch bewährte Praxismethoden für Gruppenarbeit mitliefern kann. Gehen wir darauf auf diese Seminarstruktur noch mal ganz kurz im Detail ein. Wir haben also die erste didaktische Komponente, Miroboard, Concept Maps werden erstellt. Wir sehen das also hier, verschiedenste Bezüge, Zusammenhänge. Gibt es das Forschungspapier, dann gibt es hier zu einem Thema Query, Identify, Capture, sind bestimmte Schlüsselbegriffe aus den E-Lectures. Wie hängt das alles zusammen? Das wird aufbereitet, wird vorgestellt, wird diskutiert. Zweite didaktische Komponente ist also die Zuordnung eines Forschungsbeitrags. Wir befinden uns jetzt hier in dem Komplex der Wissensnutzung. Das ist die zugehörige Concept Map. Und hier unten wird dieser Beitrag eingeordnet und dann diskutiert und die Forschungsmethodik und die Findings, die dabei rauskamen, werden dann nochmal reflektiert und auch verglichen mit den allgemeiner gehaltenen Grundaussagen aus meinen digitalen Vorlesungen. Die dritte didaktische Komponente ist jetzt die methodengesteuerte Gruppenarbeit in 30 Minuten inklusive Präsentation an einem kleinen Fallbeispiel. Also ein ganz kleines Thema, 20 Minuten Gruppenarbeit und dann sollen einzelne rausgepickte Gruppen ihre ad hoc erbrachten Ergebnisse, Ideen den anderen präsentieren. Wir bedienen uns dabei dem frei zugänglichen Setting, hier ist der Link, der Liberating Structures. Das sind also diese Methoden hier gebündelt auf der Webseite in Deutsch oder auf Englisch zugänglich. Hier habe ich auch den QR-Code. Und diese Liberating Structures finden also in Corporate Learning Communities sehr starken Anklang im Moment in der Praxis, weil man hiermit eben die Nachteile, die hier rot in diesen Gruppenarbeitsformaten repräsentiert werden, durch diesen grünen Vorteil ersetzen kann. Also Präsentationen, Status Report, Managed Discussion, das haben wir irgendwo hier unten als zentrale Kontrolle und eine Person, nämlich der Referent, dominiert. Das ist relativ wenig Parität und Partizipation dabei. Dann haben wir hier Brainstorming, Open Discussion, immer noch von einer Person zentral gesteuert. Ganz auf der anderen Seite, könnte ich jetzt auch sagen Barcamp-Charakter, gibt es also jetzt das Öffnen der Gruppenaktivitäten, die gleichberechtigte Teilnahme, aber auch das Ansprechen und Einfordern von Beiträgen aller in der Kleingruppe Beteiligter über die Anwendung zeitgetakteter Liberating Structures Methoden. Nicht alle diese Methoden eignen sich sowohl für On-Site wie auch Online. Wir picken uns da einzelne passfähige und auch im Zeitumfang nur die 15, 20 Minuten umfassende Methode jeweils heraus. Und dann sieht das so aus, also man lädt ein, man verteilt die Teilnahme, die Rollen, konfiguriert die Gruppen, arrangiert dann den Lernraum und dann sequenziert man und hat dann ein, zwei, fünf Minuten Phasen, in denen dann irgendein virtueller Token weitergereicht wird, reflektiert und diskutiert wird etc. Soweit die Methodik.
Lassen Sie mich zum Abschluss kommen. Wie setzen wir das eigentlich technisch um? Klingt ja alles ganz banal. Glauben Sie mir aber, es ist ein Haufen didaktischer Vorüberlegungen dabei, weil ich ja meine klassische Vorlesung, wo ich Inhalt 1 bis Inhalt 15 in einzelnen Vorlesungssequenzen wöchentlich zum Besten gegeben habe, vor 20 Jahren, musste ich ja komplett umstellen. Welche Inhalte werden vorbesprochen als Grundlagen? Welche Methoden im Präsenzseminar dienen einer Wissensvertiefung? Welche Themen Komplexe, in welcher Komplexität, in welchem Zeitumfang sind hilfreich, um nochmal so ein bisschen das Zusammenarbeiten, die Teamarbeit in den Seminaren am runden Tisch anzuregen, das Peer-to-Peer-Learning. Und last but not least, wir sind ja in der Hybridisierung. Was sind da eigentlich Probleme? Was setzen wir also für Tools ein? Beim Wissenserwerb haben wir zunächst mal in unseren kargen Räumen. Ich hause mit meinem Lehrstuhl in einem ehemaligen Gefängnis. Entsprechend sind die akustischen und lokalen Begebenheiten nur eingeschränkt. Da haben wir uns so ein Greenscreen geschaffen, Scheinwerfer und haben unser kleines Aufnahmestudio. Wir nutzen als Billiglösung Camtasia Studio. Die Lizenz ist unter 200 Euro im Jahr zu haben. Das kann man sich immer leisten. Und das Ergebnis sieht dann so aus, dass man das mittlerweile ganz schön blenden kann. Man spricht also vor zu den Folien. Ich kann mich auch in die Mitte stellen und mal nach links und nach rechts, wie so ein Wetterfrosch in der Tagesschau, hin und her zeigen. Hier unten haben wir Steuerungselemente. Die Studierenden haben den gesamten Foliensatz hier vorliegen, können einzelne Folien direkt ansteuern, weil sie sagen, das vorher den Senf, den kenne ich schon. Wir haben eine Suchfunktion hier oben. Sie können die Sprechgeschwindigkeit erhöhen oder runtersetzen, um eben gerade auch bei wiederholendem Lernen in der Vorbereitung auf die mündliche Prüfung oder Vorbereitung auf den Seminarvortrag hier fokussieren und steuern zu können. Also mehr als nur diese Videoplayer-Funktion. Dann wird Miro schon in der Erwerbsphase von der Seminargruppe genutzt, um deren Strukturverständnis der vorbereiteten E-Lecture-Inhalte abzubilden. Also das Miro-Board ist ja nahtlos integrierbar in Teams. Die Gruppe selbst konfiguriert sich über Microsoft Teams. Das ist für die Studierenden eine ganz einfache, hilfreiche, kollaborative Arbeitsumgebung. Sie finden sich dort in Kanälen zusammen, haben ad hoc die Chat-Funktionen. Sie erarbeiten gemeinsam auch in PowerPoint, im Multi-Nutzerbetrieb oder mit Word entsprechende Dokumente, erstellen ein Wiki. Ich bin jetzt nicht auf alle Details der Arbeitsaufträge eingegangen. Soweit die Vorbereitungsphase. Dann, wenn es um die Wissensvertiefung, also um das hybride Seminar selbst geht, da schleppe ich mir dann jedes Mal so eine Tiny OBS-Bot-Kamera auf dem Stativ mit. Warum mache ich das? Weil die fest installierte Hörsaalkamera mich ja immer nur von einer Seite ziemlich langweilig und weit weg am Ende des Hörsaals zeigt. Unsere Techniker waren auch noch so klug, die haben dann einen sitzenden Professor da vorne aufgenommen mit der Kamera-Zoom-Einstellung, sodass, wenn ich da vorne stehe und normalerweise mich hin und her bewege, maximal mein Bauchnabel zu sehen ist. Also das Ding ist unbrauchbar, aber die OBS-Bot-Tiny-Kamera hat einen wesentlichen weiteren Vorteil. Ich kann ihr zuwinken, dann hat sie mich scharf und dann kann ich durch den Raum gehen und sie folgt mir. Und dieses Video schleife ich natürlich für die, die nicht dabei sein können im Raum, da draußen durch. Sie sehen also ein bewegtes Bild. Die sehen ihre anderen Kommilitonen an den runden Tischen sitzen und diskutieren und sind selber isoliert online dabei. Damit will ich versuchen, in den nächsten Semestern also die Unlust, wieder in den Hörsaal zurückzukehren, aufzubrechen. Ein klein bisschen Motivation an der Stelle. Das Kernproblem der Hybridisierung, egal ob es Konferenzen oder solche Standard-Lehrangebote sind, liegt allerdings in dem Verknüpfen der Kommunikation, der verbalen Kommunikation zwischen denen im Raum und denen da draußen, Hin- und Rückkanal. Ich selbst als Referent, hier unten sind wir, ich selbst als Referent habe ein klassisches Umhängemikrofon, das wird nach draußen durchgeschleift. Die Leute im Raum hören mich entweder über den Raumlautsprecher oder auch so, weil ich laut genug reden kann. Das ist gewohnt.
Aber wie kriegen die da draußen eigentlich mit, wenn einer da drinnen aus dem Raum eine Frage stellt? Wenn die untereinander diskutieren in den Gruppenräumen? Oder wie kriegen wir eine Fragestellung von außen mit? Nicht nur ich, sondern alle. Da haben wir also einen zweiten Kanal, und zwar unsere Catchbox, unser Wurfmikrofon, ein Styroporwürfel, sehr, sehr weich gepolstert. Da drin ist nochmal so ein klassisches Mikro-Set, Sender und Empfänger, ist in der Box drin gepuffert und oben ist das Mikro. Ja, das schmeiße ich in den Raum rein und dann wird die Wortmeldung direkt reingesprochen und an den Nächsten weitergegeben. Typischerweise sind die Seminarvorträge als Gruppenvorträge auch so, dass nicht alle aus der Seminargruppe immer zu ihrem Termin präsent sein können, auch wenn sie es sollen. Es gibt berechtigte Einzelentschuldigungen, Infektionen, logistische Probleme. Dann ist halt ein Co-Referent draußen. Dann sprechen die hier vor Ort und reichen sich den Würfel weiter und dann spricht der da draußen aus dem Off und wird über den Raumlautsprecher zugeschaltet. Und das funktioniert erstaunlich gut. Und das Ganze wird durchgeschleift und vorab eingestellt in Microsoft Teams. Mein einziges Problem, und damit bin ich dann auch am Ende, wir haben an der TU Dresden aufgrund der Raumknappheit immer noch die Besonderheit, dass die Pausen zwischen den 90 Minuten Lehrangeboten nur 20 statt wie sonst üblich 30 Minuten betragen. Ich muss, das habe ich mal nachgezählt, 10 verschiedene physische und in Teams Einstellungen vornehmen, bevor ich beginnen kann. Also die Zeit ist wirklich knapp, das alles einzurichten. Darf kein Fehler passieren. Die richtige Reihenfolge des Anschaltens, Umschaltens, Einsteckens der verschiedenen Stecker vom USB aus der TinyBot über das Tonkabel, über die HDMI-Schnittstelle für den Beamer, für die Teilnehmer hier vor Ort und so weiter. Und dann läuft das. Und hinterher muss ich es wieder abrüsten und muss wieder raus sein aus dem Raum, weil in 20 Minuten ja der nächste Dozent die klassische Präsenzveranstaltung macht. Ja, vielen Dank. Damit bin ich am Ende und stehe selbstverständlich gerne für Ihre Fragen zur Verfügung. Und ich hebe jetzt das Teilen auf oder es wird schon aufgehoben. Moment. Sind wir noch nicht? Gut. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Oh, ich glaube, was wir sehen, ist vollkommen in Ordnung. Wissenschaft. Gut, dann lassen wir es so. Wissenschaft Brücken, finde ich, ist ein gutes Motto, um das Ganze abzuschließen. Herr Professor Schob, erstmal vielen Dank. Das Auditorium war bis jetzt noch ein bisschen schüchtern. Ich habe sage und schreibe null Fragen für Sie. Das überrascht mich nicht. Sehen Sie. Aber ich gebe jedem und jeder noch die Möglichkeit, während wir noch 12 Minuten haben, Frage noch zu formulieren. Also erstmal vielen Dank. Ich fand es ganz spannend. Ich fand auch interessant, bei mir blieb hängen der Ursprung der Vorlesung vom Pfarrer, der auf seiner Kanzel steht und der Einzige, der in der Gemeinde ist, der die Bibel zu interpretieren hat, fand ich sehr bildlich gesprochen und ich glaube, es war super interessant, wie Sie beschrieben haben, wie Sie diesen Weg gegangen sind hin zum Lernen als Prozess. Und und ich hätte vielleicht noch eine Frage. Wir bei Microsoft, wir haben so ein Schlagwort, das zu uns kam, vor allen Dingen seit Satya Nadella so 2014 zu uns kam, ist dieses Thema Growth Mindset. Also quasi, dass man so eine ganz ausgeprägte Fehler-Feedback und Fehlerkultur hat. Also dass man im Prinzip genau dasselbe, wie Sie sagen, dass man das wirklich als Prozess begreift, dass man, wie Sie am Anfang gesagt haben, ich glaube, Sie hatten es erklärt, mit so, dass das Lernen was Fluides ist, auch mit Fehlern behaftet, mit Rückschlägen, dass man immer weiter lernt, dass man eigentlich immer nur einen Status quo hat, aber den versucht weiterzuentwickeln. Und ich wollte Sie mal fragen, während ich jedem draußen die Möglichkeit gebe, vielleicht noch eine Frage zu formulieren, dieses Thema Fehler zu machen, Fehler einzubauen in den Prozess, in die Methoden, die Sie beschrieben haben. Gibt es solche Methoden, wo man quasi das Thema Fehlerkultur quasi einbaut in diese neue, in Anführungsstrichen, Art zu lernen? Das ist eine gute Frage. Ich meine,
Später am Arbeitsblatt wird ja dann postuliert in der Unternehmen im Mission Statement, dass wir eine offene Fehlerkultur haben und jeder möge bitte seine Fehler zugeben. Machen tut es trotzdem keiner. Wir müssen in der Hochschule, in den Lernprozessen eigentlich schon diese Kultur erlernen. Nun kann ich keine Kulturvorlesung machen, aber durch die Kombination von Lernergruppen, die sich nicht selber finden, sondern die ich konfiguriere, damit da möglichst verschiedene Studiengänge, Männlein und Weiblein und eine gewisse Heterogenität in den Arbeitsgruppen zustande kommt. Dadurch werden die Studierenden ja schon mal etwas irritiert. Sie sind nicht mehr alleine und haben nicht mehr die Ellbogen- und Nicht-Abschreibementalität, sondern sie arbeiten im Team. Der eine macht die Präsentation, der nächste liest sich in das Forschungspapier ein, der dritte macht die Dokumentation im Wiki, der vierte kann schön vortragen und so weiter und so weiter. Das heißt, sie übernehmen Rollen. Sie sind also als Team schon aufeinander angewiesen und korrigieren sich dann gegenseitig, weil last but not least ist es ja die gemeinsame Präsentation und auch die gemeinsame notenwirksame Leistung, die da nachher zur Diskussion steht. Also dadurch hat man quasi indirekt schon eine Öffnung. Sie können gar nicht mehr als Einzelkämpfer durchkommen. Sie sind in meinen Modulen dran, darauf angewiesen, sich zu öffnen, mit den anderen gemeinsam zu arbeiten. Und ansonsten Fehlerkultur, ja, ich bin da relativ locker. Ich gebe auch meine eigenen Fehler, mein eigenes Nichtwissen zu. Ich erzähle ja nicht die Weisheit der Bibel oder anderer heiliger Bücher, sondern wir sind da, hier gibt es ein Thema, da gibt es ein Konzept, es gibt keine Fragen, dann habe ich die erste Eisbrecherfrage und so langsam kommen dann auch weitere Fragen und wir decken natürlich konzeptionelle Missverständnisse im Seminar, im Diskurs auf. Es gibt keine fehlerfreie Konzeptmap. Da ist alles diskutabel. Man kann es so sehen. Manchmal sind da auch Missverständnisse. Warum ist von hier nach dort eine Linie und nicht von hier nach da? Und damit wird es als Normalität vorgelebt, dass alles nur eine, ich sag mal, eine 70%-Lösung sein kann, dass es immer gewisse Optimierungsmöglichkeiten noch gibt, dass also Fehler eigentlich dazugehören zum Geschäft. Und ich glaube, dass dieses Erleben so ein bisschen dann auch auf das vorbereitet, was Sie am Arbeitsplatz von unseren Absolventen erwarten. Das Format, was ich jetzt heute nur am Anfang angerissen und gar nicht vorgestellt habe, wo wir virtuelle, ausschließlich virtuelle Arbeitsgruppen über 2 Monate an einem großen Case arbeiten lassen, dort ist es ja noch sehr viel deutlicher machbar. Dort gibt es die E-Tutoren, die als Telemoderatoren ihre Schäfchen online jede Woche, jeden Tag besuchen und dort auch zum Dialog auffordern, dort auch korrigieren. Da ist also sozusagen der Umgang mit Fehlern, der Umgang mit Missverständnissen, der Umgang mit sozialen Konflikten in den Teams noch viel deutlicher. Dort ist der Hintergrund, dass die Teams sich gar nicht kennen. Das sind ausschließlich international gemischte Arbeitsgruppen, so wie im realen Leben mittlerweile auch. Und dann haben Sie eben jemanden aus der Marmara-Universität mit jemandem aus der TU Dresden zusammensitzen. Oder wie ich 2014 mal hatte, ein jordanischer Informatiker wollte sich von der Dresdner Wirtschaftspädagogin, die Teamleiterin war, nichts sagen lassen. Die Frau, ich Mann, ich IT-Mann, ich kann das besser. Ja, und dann kommt der E-Tutor rein, dann werden solche Missverhältnisse aufgeklärt. Das heißt, Fehler treten zutage und werden kurzfristig online dann auch korrigiert. Das hilft genauso. Ja, super. Gut, ich glaube noch einen Blick aufs Fragemodul, aber Leute sind schüchtern. Genau, jetzt haben wir noch 5 Minuten. Vielleicht stelle ich noch eine Frage, die jetzt weniger die Methodik betrifft oder den Prozess, den Sie beschrieben haben oder was Sie anwenden, sondern so ein bisschen, Sie hatten es mindestens an 2, 3 Stellen beschrieben in Ihrem Vortrag, dass es so ein bisschen ein Spannungsverhältnis gibt. Sie hatten in der Mitte gesagt, also die Studierenden suchen sich hier so ein bisschen das Beste der beiden Welten, das Best of Two Worlds. Und Sie haben beschrieben, dass viele Studenten gar nicht mehr an die Uni wollen, beziehungsweise es auch nicht können, dass es verschiedenste Gründe gibt.
Und ich das geht noch tiefer. Ja? Die okay. Situation geht noch tiefer, aber ich will nicht Ihre Frage abwürgen. Meine Frage war, weil ich habe das Schulthema natürlich nachverfolgt in der Pandemie, was recht anstrengend war teilweise. Es ist bei den Hochschulen ist ja ein ähnlicher Prozess. Es gibt die staatlichen Hochschulen, die eine gewisse Historie haben, eine gewisse Art und Weise eben zu lehren und den Lehrbetrieb auszurichten. Und dann gibt es neue Schulen, die so ein bisschen eher dieses Fluide, was Sie beschrieben haben, quasi schon im Herzen tragen, beziehungsweise in der Kultur quasi da mehr Agilität hochziehen können, weil sie quasi auch, es ist fies, wenn man das so sagt, aber weil sie jünger sind und quasi nicht diese sehr lange Tradition mit sich mitbringen. Dieses Spannungsverhältnis, wo wird das für große Universitäten, ich rede jetzt nicht unbedingt von der Technischen Universität Dresden, aber jetzt mal generell, wie werden die großen staatlichen Universitäten das lösen? Das ist eine schwierige Frage für 4,5 Minuten. Aber versuch's mal. Vielleicht haben Sie einen Gedanken. Versuch's mal zu lösen, ja. Vielleicht erstmal das Verhältnis der Studierenden. Die sind häufig deswegen nicht da, weil sie arbeiten. Ja. Weil wir seit Bologna ja nach 3 Jahren einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss haben. Den gab es früher nicht. Da gab es nur das monolithische Präsenzstudium. Das heißt, sie sind ja alle schon mit einem 19-Stunden-Arbeitsvertrag draußen und sozusagen auf einer halben Stelle weg. Und dann wird auch ein Vollzeit, immer noch so von den Unis organisiertes Vollzeitpräsenzstudium eigentlich in Teilzeit nebenbei abgewickelt. Und der Arbeitsplatz ist nicht immer in fußläufiger Entfernung. Ne? Wir arbeiten in München, in Frankfurt, in Hamburg, ich weiß nicht wo, und nehmen dann eben sehr gerne online teil. Ansonsten, früher haben sie sich in Zug gesetzt und dann 1-2 Blocktage gehabt. Und das, was an den Tagen lief, sind sie halt nach Dresden gependelt, haben sich's angehört und sind dann wieder weggefahren. Das ist also ein wirklicher Vorteil der Online-Kultur, die wir seit 2 Jahren kennengelernt haben. Und das möchte ich denen ja nicht wegnehmen. Also die da draußen sind und jetzt am Arbeitsplatz sich dazuschalten, weil sie jetzt gerade nicht weg können oder der Arbeitsplatz zu weit weg ist, das ist ja eine legale Argumentation. Die will ich nicht verlieren. Ich will auch Internationalization at home mehr fördern. Warum soll nicht auch ein Inder, eine Chinesin sich zuschalten? Deswegen mache ich das Lehrangebot auf Englisch. Soweit also die Begründung, warum viele gar nicht mehr in realen Raum zurück wollen. Das, was Sie als Auswirkungen auf die Hochschulen ansprechen, da denke ich, muss man differenzieren zwischen Hochschulen, die Grundlagenwissen vermitteln oder Grundlagenwissenserwerb primär fördern wollen und weiterbildenden Hochschulen. Und die privaten Anbieter sind überwiegend im MBA-Bereich, im Weiterbildungsbereich, im lebenslangen Lernen, berufsbegleitende Master- oder Zertifikatskurse angesiedelt. Wir haben auch in Dresden die Schwesterhochschule zur TU Dresden, das ist die Dresden International University. Dort sitze ich im Präsidium mit drin und dort designen wir natürlich für kleinere, erwachsenere, berufserfahrene Leute, die so 30, 35, 40 sind und nochmal über einen Mastertitel die nächste Karriereleiter erklimmen wollen oder die feststellen, ich habe hier ein bestimmtes Kompetenzdefizit, mein Studium liegt 15 Jahre zurück. Wo kriege ich denn jetzt schnell in 2-3 Monaten die Besolung, die ich brauche für meine neue Rolle als zum Beispiel Corporate Community Manager, weil ich das vorhin ansprach. Und dann wird eben hier sehr schnell ein Zertifikatskurs angeboten und konfiguriert. Und der kann dann sehr flexibel für diese Zielgruppen auch online, synchron, asynchron, telemoderiert mit all diesen Facetten als Online-Hybrid, Flipped Classroom mit virtuellen Gruppenanteilen konfiguriert werden. Und ich glaube, da geht die Reise hin. Wir haben A, immer weniger Studierende und B, immer mehr, ich sag mal im positiven Sinne, außerhalb der Universität beschäftigte Studierende. Wir können nicht mehr erwarten, dass jemand 5 Jahre seines Lebens nur noch lernen will. Die sind schon unterwegs, teilweise auch schon als Unternehmensberater, als junge Unternehmensberater, als Gründer unterwegs. Die dürfen wir doch nicht weglassen, die müssen wir mitnehmen. Und wenn die Hochschulen sich nicht drehen, dann sind die in 10 Jahren weg. Sehr gut. Herr Professor Schupp, es ist genau 16 Uhr. Vor allem jetzt am Ende hat mir super gefallen. Vielen, vielen Dank für Ihren engagierten Auftritt. Ich nehme das Motto von Ihrer letzten Folie, Wissen schafft Brücken. Ich hoffe, dass wir für die Zuhörenden und Zuschauer da
Brücken gebaut haben für vielleicht neue Erkenntnisse. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Schob. Ich wünsche allen da draußen einen schönen Tag. Gutes Jahresende. Ja. Bleiben Sie gesund. Gleichfalls. Und ja, Herr Schob, vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit geboten hatten und freue mich sehr, wenn ich hier irgendetwas vielleicht weitergeben oder zu einer Nachfolgediskussion anregen konnte. Vielen Dank auch an den Herrn Suba für die technische Unterstützung, Herr Kupfer für die Moderation und für die Fragen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Wiedersehen. Dank. Tschüss. Tschüss.